Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. Wir sind im nächsten Level. Und wie hieß das Level nochmal? The Lost Temple. Okay. Ja. Und ein wunderschöner langer Gang mit Feuer ist auch was Schönes. Sieht doch gemütlich aus. Und sogar einen roten Teppich. Ach, wie schön. Da fühle ich mich doch direkt wohl. So, ich bin jetzt mal echt gespannt, was mich hier erwartet. Als allererstes Fackeln. Und ich schaue mich erstmal. Okay, da geht's weiter. Oh, da sind bodenlose Bodenplatten. Die werden nacheinander kaputt gehen. Und da ist anscheinend eine Tür, oder? Ich kann da was rausziehen oder so. Ja, ich weiß das noch nicht so genau. Okay. Also sieht so aus wie eine Tür. Ja, seht ihr, die ist nicht ganz an der Wand. Die wird wahrscheinlich irgendwann aufgehen. Kann ich mir vorstellen. Und was ist hier? Ach so, okay. Okay, alles klar. Wir werden wahrscheinlich wieder von hier aus herkommen, oder? Ach, keine Ahnung. Ich weiß das nicht so genau. Oh, Stacheln. Das ist aber nicht so gut. Stacheln. Und schaffe ich's? Oh, 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 oh. Leute. Eieiei. Das war knapp. Ich dachte schon, nein. Jetzt kann ich nochmal neu machen. Aber zum Glück nicht. Okay, da liegt nichts. Puh, das war sehr knapp. Wie gut, dass ich hier gelandet bin, wo keine Stacheln sind. So viel Glück kann man nicht immer haben. Genau. Hallo? Wow, noch mehr Stacheln. Eieiei. Ich weiß nicht. Reicht das, wenn ich aus dem Stand springe? Ich hoffe. Ja, es hat super geklappt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Alter! Wow, ich habe den gar nicht gesehen. Der stand neben mir. Warum hast du mich auch nicht angegriffen? Puh. Wow. Ein Leopard. Was macht ein Leopard hier im Tempel? Ich weiß es nicht. Aha, ach so, da. Ja, da kamen wir gerade her. Ach, dann lass mich raten. Wir kommen von oben. Wie nennt man das? Diese komische... Ja, genau. Wir kommen von hier aus wieder. Ich hoffe, es ist nur kein Time Run. So, hier scheint nichts zu sein. Hier scheint nichts zu sein. Und? Was zur Hölle? Ach so, hier ist ein Hebel. Okay. Hallo? Hallo? Vielleicht sollte ich mal speichern. Das wäre, glaube ich, besser. Ja, komm. Die anderen Levels brauchen wir eh nicht mehr. Von daher geht das schon klar. Ich habe nur Angst, dass irgendetwas aus der Ecke kommt. Oh nein. Toll. Oh. Wow. Man hat... Was? Wow, da muss man ja voll schnell reagieren, ne? Oh, schnell. Hui. Ja, so viel Zeit hat man nicht, ne? So, nochmal kurz warten. So. Eieiei. Ich mit meinem Eieiei. Kenn ich nichts anderes. So schnell. So, und dann mal schön gucken. Was ist das denn? Oh nein, nicht Messer. Also Klingen, meine ich. Oh nein. Habe ich gar nicht vermisst. Wow. Es hat aber geklappt. Sehr gut. Oh nein, jetzt sind ja noch mehr. Ah, Leute, warte mal kurz. Mein Fuß wird gerade so. Ah, ist das schlimm. Das wird... Nicht einfach. Das kann ich euch schon mal verraten. Wow, scheiße. Nein. Ich habe Energie verloren. Wow. Aufpassen. Oh, Alter. Oh, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, soll ich... Ach, was mache ich denn da?
Medipack? Ja, super. Ich habe nicht so viele. Ich glaube, ich springe einfach mal ganz schräg da um die Ecke. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, sehr gut. Die Klingen haben aufgehört. Hallo? Ist hier jemand? Außer einer Tür. Uff. Ja, die wird wahrscheinlich auch wieder aufgehen. Ja, würde ich mal sagen, das kann man rausziehen, ne? Oder sollte ich das vielleicht reinschieben? Ich bin mir da manchmal echt nicht so sicher. Aber ich ziehe die jetzt einfach mal raus. Oh, das muss ich sogar. Leute, da ist ein Schalter. Also, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, wir sollen da einfach nur rein. Ja. Ich übersehe sehr viel. Dun, 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 dun. Und was haben wir dahinter? Liegt da irgendetwas? Na toll, da liegt nichts. Schade. Man hätte doch ein Medipack dahin tun können. Hallo. So, lange. Genau. Und eine weitere Tür wird geöffnet. Ja, ist das fein. Ich hoffe, da kommt nichts raus, ne? Oh, Leute, ich habe nicht so viel Energie. Oho. Roter Teppich oder was ist das? Ja, so ein riesengroßer Teppich. Oh, das sieht aber schon cool aus. Ich werde nochmal speichern, also, ne? Speichern, speichern, speichern. Save the game. Oh, sieht nice aus. Oh, da sind diese Kisten von dem Tomb Raider 2 Hauptspiel. Boss! Scheiße. Hä, da war doch gerade ein Hund. Wo ist der? Was zur Hölle? Ja, Leute. Es sieht so aus, als ob ich ein Medipack nehmen muss. Wollte ich eigentlich nicht, aber ihr wisst ja, wie das ist. Oh, ich wollte zuerst den Hund. Genau. Okay, hast du was verloren? Ach, komm ey. Nein, hast du nicht. Aber da liegt zum Glück was. Aha. Aha. Also Menschen habe ich hier nicht erwartet, irgendwie. Aber gut. Oh, da brauchen wir einen Schlüssel. Alles klar, wahrscheinlich so ein goldener oder weiß ich nicht was. Und ich sehe gerade, man könnte da nach oben. Kommt man wahrscheinlich... Oh, von da oben? Achso, da kann man hochklettern. Aber von hier aus komme ich da eh nicht dran. So, liegt denn hier noch was in den Ecken? Oder ein Schalter. Man weiß ja nie, ne? Man weiß wirklich nie. Man weiß wirklich nie. Ich sollte vielleicht die Waffen gezückt halten. Kommt ein weiterer Raum, der mir nicht gefällt. Oh nein. Wow, der ging aber schnell down. Ja, da werde ich garantiert nicht drauf gehen. Ihr seht schon die Totenköpfe. Nein, 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 nein. Das werde ich nicht machen. Ich würde gerne wissen, was passiert, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass man entweder einen Stromschlag kriegt oder man fängt an zu brennen. Oder es kommen vielleicht Stacheln raus. Das kann natürlich auch sein. Aber ich möchte das jetzt nicht so gerne testen. Höchstens ich speichere. Aber ich möchte jetzt gerade nicht speichern. So, richtig positionieren. Dann müsste das eigentlich klappen. Ich hoffe, die kommt da jetzt hoch, ne? Was? Die kommt dann... Oh, warum? Warum? Shit. Da kommt die da hin? Ich hoffe es. Okay, dann machen wir es halt anders. Springe ich nämlich von hier aus direkt oben an die Kante. Ich dachte, die würde das von da unten aus packen, aber Lara ist immer noch zu klein. Die muss mehr wachsen. Die muss mehr Gemüse und so essen. Hast du was verloren? Nein.
an. Hallo? Hello? Oh oh. Ich höre was. Das ist Pflanze. Wow. Du hältst aber nicht viel aus. Oh, eine wunderschöne Pflanze. Aha. Die sehr kaputt aussieht. Oh, warum sieht das so merkwürdig hier aus? Ach so, das soll wahrscheinlich Erde sein. Ja gut. Wunderschöner Baum, wer denn auch immer hier eingepflanzt hat. So, dann einfach mal hoch. Ey, geh hoch. Geh doch hoch. Oh, es ist zu hoch. Geh doch hoch, es ist zu hoch. Ach so, da kommen wir hoch. Ey, wie oft ich jetzt gerade hoch gesagt habe, ne? Boah, Leute, ich habe eben eine Jumbo-Pizza gegessen und die war richtig geil. Und das war überhaupt nicht geil. Lara, was tust du? Warum bist du so schräg gesprungen? Das haben wir aber nicht so vereinbart. Okay. Schafft sie es ohne... Nee, ich muss schon gedrückt halten. Oh, es sieht... Ja, da kommen wir irgendwie weiter hoch anscheinend. Okay. Ja, da ist auch eine Leiter. Bitte nicht so schräg. Trotzdem, sie hat es geschafft, Gott sei Dank. Ich dachte, die schafft das nicht. Uppala. Ja. Jetzt muss ich nur abschätzen, wann ich... Das müsste aber schon mal... Ja, nee, ein bisschen höher, glaube ich. Ich mache das mal so. Perfekt. Perfekto. Ach so, da geht es nicht weiter hoch. Okay. Ach so, dann werde ich wahrscheinlich wieder in diesem Raum herkommen. Raum herkommen. Hinkommen, meinte ich. Dann sind wir oben, wie man schwer erkennen kann. Ja. Oh ja, es ist sehr hoch. Da möchte ich nicht unbedingt runterfallen. Halt dich ja fest. Halt dich ja fest. Ich hoffe nur, hier kommt jetzt nicht so eine böse Überraschung. Ich glaube, ich speichere nochmal, Leute. Ich speichere nochmal. Ich bin immer so ängstlich, habe ich das Gefühl, wenn ich in ein neues Gebiet komme. Okay. Mit dem Hund habe ich nicht gerechnet. Wow, ist das dunkel. Wow, das ist ja... was ist denn hier? Oben ist auch anscheinend Erde oder was das auch sein soll. Okay. Hä? Ist das eine Kiste, die ich schieben? Nee. Hä? Wo bin ich? Ach so, das ist ein Hebel. Ach so. Mhm. Ach so, jetzt kann ich den ganzen weiten Weg wieder gehen. Ah, Mann. Leute, mir ist voll kalt. Ich hätte Fenster zumachen sollen. Ich weiß, wir haben Sommer, aber nachts ist es trotzdem irgendwie kalt. Naja, mich stört's nicht. Ich mag... Na okay, mich stört's gerade wirklich eigentlich, aber ich bin normalerweise ein Fan von Kälte. Wisst ihr ja. Ich mag Winter und Herbst. Ich mag das halt. Was ich natürlich überhaupt nicht mag, ist Sommer. Da bin ich nicht so ein großer Fan von. Springt doch zu weit. Das weiß ich doch jetzt schon, oder? Ach so. Ja, komm, das geht. Das geht doch. Hui. Ja, gut. Ja, gut, gut. Dann auf in den Raum wieder. Und da kommt wahrscheinlich irgendetwas. Oder? Schauen wir mal. Okay, einfach mal hier rüber. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich da unten hinkomme. Wenn ich da unten lande, hör mal. Nee, will ich nicht. Aber jetzt kommt doch hier irgendetwas, oder? Es kommt doch irgendetwas. Oder? Nee, ach so. Nee, hier ist keiner. Okay.
dann ist hier halt keiner. Schön. Sehr schön, sehr schön. Bitte keine Messer. Oh. Wir sind in einem Tempel, wo viel Grün rum ist. Tolles Deutsch. Wo viel Grün ist. So. Hast du was verloren? Nein, hast du nicht. Oder hast du doch? Ja gut, eigentlich eine Waffe, ne? Aber die kann man ja nicht aufheben. Und eine weitere Pflanze. Ja, sehr schön. Oh. Oho. Ja gut. Auf nach oben. Da habe ich das verfehlt. Peinlich, aber auch. Hey, diese Decke erinnert mich an Tomb Raider 1 irgendwie. Da gibt es ja zu Anfang auch hier so Schneelevels. Schneelevel. Leute, ich weiß nicht, ob man Levels oder Level sagt. Keine Ahnung. Es gibt manche, die Level sagen und dann gibt es Leute, die Levels sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich variiere einfach. Ich sag mal so dann. Naja, egal. Egal. Ja, das erinnert mich wirklich an Tomb Raider 1. Wovon ich vom Design her immer ein Fan bin von Tomb Raider 1. Das erweckt immer so wunderschöne Erinnerungen an mich. An damals, ne? Boah. Boah. Diese Tür, ne? Toll. Hi, Lava. Schöne Brüste hast du da. Nicht so eckige wie Tomb Raider 1. Ah, jetzt ist die Tür im Weg. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. So. Ich hoffe, ich... Ach, wir sind jetzt wieder... Was ist wieder? Wir sind jetzt hier oben im Raum. So. Oh, sehr gut. Ja, wir sind hier in dem Raum oben. Cool. Ja, und mit den Secrets, keine Ahnung. Ist mir eigentlich egal, ob ich... Scheiße. ist mir eigentlich egal, ob ich irgendwelche noch finde, weil ich habe in den ersten Level nicht alle gefunden. Also in den ersten und zweiten Level. Ja, so ist das. So ist das wirklich. Traurig, aber wahr. Oh ja, oh ja. Der Pumuckl ist heute da. Keine Ahnung, wie ich da gerade drauf komme, aber ich hatte gerade Lust zu singen. Okay. Haben wir denn... Oh. Okay. Da geht's auch nochmal rauf. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal dahin, oder? Ich weiß nicht, wo ich zuerst lang soll. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, ich sollte mal speichern. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gespeichert habe. Keine Ahnung. Aber ist mir gerade vollkommen Wurst. Ah, komm, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Okay. Scheiße. Alles klar. Alles Klärchen, Popärchen. Gut, dass ich gespeichert habe. Vielleicht sollte ich dann doch zuerst darauf, oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich gehe jetzt erstmal nochmal hier nach unten und dann schaue ich mal. Ja. Nee, Leute, wisst ihr was? Wir machen das in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, schauen wir mal, ob ich das hier schaffe. Ja, woher soll man wissen, dass dahinter auch nochmal ein Abgrund mit Stacheln ist, ey? Naja, egal. Bis zur nächsten Folge. Ciao.